So, ich bin heute wieder in der Marusai Koifam unterwegs. Hier gibt es ein Becken mit wunderschönen Kinki Utsuri. Seht ihr hier, jede Menge davon. Das Becken ist noch im Dezember geerntet worden. Die Schneefälle haben hier erst eingesetzt nach der ersten Januarwoche. Ich habe auf Facebook so eine kleine Dokumentation untergebracht, wo ihr sehen könnt, wie die Schneefälle hier heftig eingesetzt haben. Also wir hatten Anfang letzter Woche noch 11 Grad plus und haben wunderbar in der Sonne gesessen. Und dann fingen die Schneefälle an und heute ist, ich glaube, Tag 6 oder 7 nach Beginn des Schneefalls. Wir sind hier unten in den Niederungen bereits bei einem guten Meter Schneehöhe. Auf Facebook seht ihr so eine kleine Reportage von mir, wo ihr jeden Tag seht, wie es hier heftiger und heftiger geworden ist mit der Schneehöhe. Ist wirklich faszinierend für einen Deutschen, der aus der doch etwas wärmeren Ecke Frankfurt-Bergstraße stammt, zu sehen, wie sich hier die Schneemassen innerhalb kürzester Zeit hochtürmen. Aber nichtsdestotrotz, hier gibt es ein super schönes Becken mit Kinki Utsuri. Ich habe eine dicke, fette Auswahl und ich werde einfach mal 5 Tiere rausfangen und euch vorstellen und werde mich bemühen, weibliche Tiere zu finden. Ist nicht ganz so einfach. Die Tiere verlieren halt auch relativ schnell die sehr dunkle Färbung in der blauen Wanne. Sie nehmen dann so eine etwas hellere Schreckfärbung an und das wäre dann auch nicht so toll für das Video. Also ich werde erst das Video machen, danach werde ich gucken, welches Geschlecht der Fisch hat. Ich werde die Preise bestimmen mit dem Eigentümer der Marusai-Käufer haben und werde dann die Preise aber entsprechend, ob es ein männlicher Fisch oder ein weiblicher Fisch ist, entsprechend anpassen.